227 Scheiben gemacht. In Hausarbeit. Geil. Ich bin Profi. Hab ich gewusst, dass es auch hier gefällt. Hab ich genau gewusst. So schneller und sauberer, ne? Ja. Ja. Hab ich extra so gemacht, damit du abfliegst. Das ist geil. Genau richtige Geschwindigkeit auch. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Schnell genug, ne? Um das so geil zu sagen. Ja. Ne? Weil Trend ist ziemlich eintönig, aber dadurch ist das, kommt das nur. DJ Cyborg, ey? Yes. Das ist mein Leben, diese Musik ist mein Leben. Schaut euch diese Frau mal an. Die Dame hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wagen. Das heißt, jeden Weg, den ich zurücklege, muss sie 17 Mal zurücklegen. Und wenn ich sie fragen würde, ob sie glücklich ist, man denkt oft, ja, hätte ich nur das Geld, dann könnte ich das machen, was ich möchte. Also muss ich erstmal Geld verdienen, damit ich das machen kann, was ich will. Aber es macht keinen Sinn, außer Geld machen ist das, was mich glücklich macht. Dann würde ich sagen, ja, dann ist gut. Aber dann mache ich richtig Geld. Okay, Marcello hat Moos gemacht. So ein bisschen, ja, ein bisschen Wasser ist schon gegangen. Das ist ja 6 Euro Zins. War knapp. Wie redest du mit Wern oder auch hier? Hallo, hier sind wir, Publikum. Ja, 6 Euro sind es. Leute bringen ihr Geld weg in die Schweiz. Es geht also auf einen Glückszustand, der erreicht werden will, dass man irgendwann sich irgendwas leisten kann, dass es irgendwo Sicherheit liegt, dass man ausgeben kann. Und es gibt ja auch diesen Open Space, also das ist ja auch, Open Museum meint ja auch, muss ja auch meinen, es muss auch Raum geben für alle anderen, auch, die hierher kommen. Apropos alle anderen, die Reichensteuer, Geld auf die Seite bringen, was sagst du? Kunst, bildende Kunst, darstellende Kunst, klar, oder? Kommst du jetzt auf Reichensteuer? Ich komme auf Reichensteuer, weil ich unterstelle, dass Leute versuchen, Dinge zu erreichen. Das macht unter anderem Geld sein, zu verdienen. Was gibt man davon ab? Was behält man? Und erreichen! Erreichen. Du hast ja doch. Du hast doch gerade auch was erreicht. Ich das nicht. Aber du hast gerade auch was erreicht. Aber nein, wenn du ich hast. Reich du wäre, hast. Der würde ich wahrscheinlich auch eine Reichensteuer ablehnen. Aber du hast was erreicht. Ja. Gerade. Wir haben was geschaffen. Ja. Hey. Willst das? Ja. Der Reichtum. Was ist reich? Erreichen. Das ist Glück. Mahlzeit. Das Thema der Reichensteuer. Oh ja, das könnte kommen, nicht? Da bin ich auch für. Ja? Ja. Und dass und die armen Leute auch mal was bekommen, nicht? Die kriegen ja so wenig Geld. Und was ist, wenn man die Reichen vergräzt? Hilft das den Armen? Nee, das ist falsch. Wenn alle so mehr geben sollten? Ja, also flächendeckend. Und wem geben sie es dann? Ja, den armen Leuten, die nicht viel haben. Da kommt es drauf an. Also billigere Mieten? Ja, das vor allen Dingen. Zur Reichensteuer. Von wo seid ihr eigentlich? Bildzeitung oder? Ja, Lug TV. Versager-TV. Ja, okay. Ich würde mal sagen, zur Reichensteuer interessiert mich nicht wirklich so. Ja. Nö. Kannst du deine Liebe und deine Freundschaft, alles Mögliche erkaufen? Daran bist du reich. Ja, aber das ist kein wirkliches Reichsein.
Geld kann jeder haben. Geld kann ich dir geben, mit Geld kann ich einkaufen, mit Geld kannst du alles machen. Wenn man sein Glück noch nicht gefunden hat, weiß man noch nicht, was Glück ist. Wer gibt gern was ab, wenn er was erreicht hat? Wir stellen uns jetzt mal vor, jemand im Schlips und Anzug ist ein Reicher. Hallo. Ganz kurze Frage zur Reichensteuer. Zweite Steuer bevor oder nachdem das erste Gehalt schon versteuert wurde. Also Doppelbesteuerung von Vermögen. Aha, sehr faktisch. Dankeschön. Genau. Guten Tag. Dürfen wir eine kleine Frage stellen? Nur eine Idee. Nein. Kein Wort. Okay. Auch nicht. Gut. Was fällt mir dazu ein? Müssen Sie die Reichen fragen. Genau, gute Idee. Hör mal kurz zu. Wir sind hier in der Innenalster. Du siehst die Gebäude, ganz mondänen Geschichten. Das Ding wurde nur gebaut, damit die Reichen eine Möglichkeit haben, ihre Häuser am Wasser zu bauen. Das gab es hier gar nicht. Die Alster, das ist ja ein Alster-Einfluss. Die Alster kommt da hin und das wurde gebaut 1870, nur damit du dieses Viertel überhaupt nach Napoleon. Das ist alles nur 3 Meter tief. Das kriegen wir hin, da lassen wir uns das einfallen. Ja. Ey, Marco, kannst du mal kurz? Nee, ich Achso, ich soll die Kamera rein. Ja, ja. Pass auf, wir haben hier den Kaviar. Mit diesem französischen Corte. Möchtest du so ein Corte mit ein bisschen iranischen Kaviar und einer. Ah, du, ich habe gerade schon genascht. Na gut, der. Okay, also es funktioniert. Ich lasse ihn auf jeden Fall. Corte, das passt gar nicht zusammen. Ist das kein Rezept, was wir hier haben? Doch. Doch. Gerade mit den Schweizern telefoniert. Das ist alles okay, oder? Geld. Und wenn wir das Video diskutieren, es handelt sich um Kontingente weltweit. Oh. Nee. Nein, das ist doch ein scheiß Grund. Schmeiß mich weg, wo du keinen Bock hast. Das ist dekadent. Oh, jetzt gut drauf, komm.